Herzlich willkommen, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Heute nochmal zu einem Test und auch Belastungstest in einer Kategorie, die mir sehr am Herzen liegt. Und das sind einfach die ganz einfachen, sprühbaren Sprühversiegelungen. Ich liebe Sprühwachse, Sprühversiegelung, alles, was in die Richtung geht, alles, was schnell, einfach zu Hause oder auch an der SB-Box aufgetragen werden kann. Und ich habe euch mal einen neuen Kandidaten mitgebracht, der natürlich auch mitmischen möchte. Und der steht hinter mir. Schauen wir uns mal gemeinsam an. Los geht's. So, und ihr seht schon, hier ist einiges am Start. Hier kommen ganz viele Tests auf euch zu, ganz spannende Sachen hier. Ich habe die FX Protect Sachen endlich bekommen, endlich Paket angekommen. Und da ist natürlich auch alles mit am Start. Aber da geht es dann in den zukünftigen Videos drum. Heute geht es um eins der beiden Produkte. Und zwar hier habe ich mir von Polytop mal Velox Care und Velox Shine geholt. Und mal schauen, wo so die groben Unterschiede liegen. Es wird zu den beiden Produkten noch einen direkten Vergleich geben. Aber da ich in den nächsten zwei Tagen insgesamt, denke ich mal, 850 Kilometer fahren werde hier mit meinem Mercedes, habe ich gesagt, los, wir nehmen so ein Produkt. Am besten natürlich das standzeitfestere Produkt. Natürlich auch hier mit hohem Wasserabperleffekt in den extrem Autobahntest gegen einen der Top-Favoriten. Und zwar dreht sich dieses Video hier erstmal um das Velox Care. Anti-Kalk-Detailer für alle Oberflächen, Anti-Kalk-Fleckenformel, hoher Wasserabperleffekt, reinigt, pflegt und konserviert. Und da können wir auch für uns entscheiden, geht das mehr Richtung Sprühversiegelung, geht das mehr Richtung Detailer, ist es dem Preis gerechtfertigt und alles, was damit zusammenhängt, findet man in diesem Video raus. Vom Preis her ist das schon relativ heftig hier, das Velox Care auch. Das Velox Shine ist für 500 ml wirklich eine absolute Preisansage, aber für mich wirklich im negativen Sinn. Und das ist aktuell aufgrund auch der aktuellen Situation auch auf dem Autopflegemarkt. Es wird immer krasser, es wird immer heftiger. Auch viele, muss man ganz klar sagen, haben echt immer zu knabbern, ob sie dann überhaupt noch das Hobby so in diesem Maße ausleben können. Und da ist es natürlich dann noch extra von Nachteil, wenn so eine Sprühversiegelung oder so ein Detailer knapp an die 20 Euro oder mehr kostet für 500 ml, die hier drin sind. Das ist natürlich extrem heftig. Also wenn mir das Produkt natürlich dann eine enorme Performance liefert, egal ob es jetzt das Kalkflecken entfernt ist, ob es die Standzeit ist von diesem hohen Wasserabperleffekt, wenn das natürlich dann das Doppelte oder Dreifache Leistung bringt von den anderen Produkten, dann ist vielleicht der Preis wieder gerechtfertigt. Aber das will ich ja mit euch gemeinsam herausfinden. Und deswegen testen wir das Produkt auch hier in diesem Bereich. Hoher Wasserabperleffekt und Schnellpflege, wie lange hält das Ganze? Und ich bin mal gespannt. Vom Auftragen her, erstmal hier zum Velox Care, ist eine glanzauffrischende Schnellpflege mit spezieller Antikalkformel oder Antikalkfleckenformel. Entfernt mühelos hartnäckige Wasserflecken, ideal für die Lackauffrischung und die Erhaltungspflege nach einer Fahrzeugwäsche. Beseitigt leichte Verschmutzung und hinterlässt einen schlierenfreien Glanz. Hoher Wasserabperleffekt. Anwendung, abschnittsweise auf Lackoberfläche aufsprühen und mit weichem Mikrofasertuch nachwischen. Vor Frost schützen und natürlich auch Sicherheitsdatenblatt ist verfügbar. Also hier muss man jetzt so ein bisschen sagen, es ist schwierig einzuschätzen, ob das jetzt in Richtung Sprühversiegeln geht oder Detailer mit leichten Abperleffekt. Aber hier muss ich eine Sache auf jeden Fall dazu sagen. Wenn dieser Wasserabperleffekt nur 2-3 Tage hält oder vielleicht nach meiner Autobahnfahrt jetzt nach kurzer Zeit verschwindet, dann sehe ich überhaupt nicht den Preis hier gerechtfertigt. In keinster Weise. Also nicht mal von der Füllmenge. Das ist ja wirklich, ihr müsst mal rechnen, das kostet hier, da gehen wir Richtung 40 Euro pro Liter, wenn man es mal hochrechnet. Und für das Geld, was ungefähr die beiden Produkte einzeln kosten, bekommst du halt eine Flasche Synthetic Spraywax oder halt auch anderthalb Flaschen und manchmal auch zwei Flaschen Brilliant Shine Detailer. Also das ist halt echt übel. Also ich erwarte viel, sehr, sehr viel. Und deswegen tritt das Produkt natürlich auch gegen meinen Favoriten an. Und das ist das Synthetic Spraywax. Das schauen wir uns mal gemeinsam an. Die beiden Produkte gehen jetzt hier auf meine Motorhaube in den Vergleichstest, in den Langzeittest, weil der Detailer, hier wird nur von spürbarer Oberflächenglätte gesprochen, Wet Look Finish und reinigt, pflegt und konserviert. Die beiden Produkte nehmen wir auch nochmal in den Vergleich, aber erstmal will ich den Wasserabperleffekt sehen davon gegenüber dem und wo liegen da die Unterschiede von der Leistung her. Das wird super spannend und danach können wir entscheiden, was Mehrwert ist. Ungefähr 20 Euro für einen Liter Synthetic Spraywax oder ungefähr um die 20 Euro für den Detailer hier von Polytop. Wird spannend. Los geht's, tragen wir es mal auf. So, dann legen wir mal los auf der Beifahrerseite hier mit dem Velox Care hier von Polytop. Und ich habe mal das Licht gewechselt, damit ihr es auch schön sehen könnt. Der Lack ist jetzt nicht nochmal irgendwie extrem vorbereitet, poliert, er ist einfach nur ein bisschen gewaschen. Wir haben hier so ein paar leichte kleine Flecken drauf, ihr seht es hier, so leichte kleine Kalkflecken und ein bisschen Staub. Also im Prinzip eigentlich genau das, was er hier auch ein bisschen verspricht.
Kalkflecken sollen entfernt werden, reinigt, pflegt und konserviert und hoher Wasserabperleffekt. Eigentlich sehr guter Lachszustand für diesen Test, wenn das natürlich hier alles voll mit Insekten ist und Lehm und Dreck und was auch immer und hier alles voll mit Staub, dann natürlich bitte vorher richtig reinigen. Ein Mikrofasertuch noch dazu. Hier machen wir das Polytop drauf. In der Mitte lassen wir alles komplett frei und da drüben legen wir dann Synthetic Spraywax drauf. Und dann schauen wir uns das mal in Ruhe an. Wenn ihr das Produkt noch nicht im Einsatz hatte, deswegen habe ich es auch noch nicht hier vorne irgendwie geöffnet. Einfach mal hier vorne so reinklicken, erstmal die Sperre entfernen, hier vorne, zack, nach unten. Dann hier ein bisschen Hand aufhalten und dann zack, kommt die Sperre raus. Dann kräftig durchschütteln und dann kann es ja direkt, steht auch hinten drauf, direkt auf den Lack aufgesprüht werden. Ihr könnt es aber auch ins Tuch sprühen. Aber wie gesagt, es ist nicht die erste Flasche, die ich im Test habe. Aber ich habe extra die für euch noch zugelassen, damit ihr das seht. Also ich habe es auch problemlos hier aufgesprüht. Das war gar kein Problem. Kurzer Testsprüher. Was mir positiv auffällt, ihr seht es auch hier nochmal. Sehr schön feiner Spray. Lässt sich ganz easy drauflegen. Ihr braucht auch nicht viel Menge. Das ist aber bei den anderen Produkten auch jetzt nicht so viel anders. Also auch da braucht er relativ wenig. Und jetzt legen wir das hier drauf. So, einmal hin, einmal zurück. Was mir auch positiv auffällt, es hat so einen leichten, süßlichen Duft. Ja, wie so eine Art, könnte so Richtung Marzipan oder so gehen. Also finde ich sehr schön. Ist immer gut, wenn ein Produkt einfach einen netten Duft mitbringt. Und jetzt nehme ich eine komplett frische Tuchseite. Und ich denke mal hier, ihr seht jetzt den Unterschied. Das geht sehr einfach zu verarbeiten. Lüftet sehr schön ab. Ihr habt keine Probleme mit Schlieren, Wolkenbildung oder was auch immer. Also das geht sehr einfach in der Verarbeitung. Obwohl ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, auch keine Probleme habe, das Synthetic Spraywax oder Brilliant Detailer zu verarbeiten. Also ich komme eigentlich ganz gut klar und das passt. Also so habt ihr ein sehr klares Finish, funktioniert soweit ganz gut. Und ja, wir lassen das bis morgen früh dann ablüften und genau dasselbe machen wir jetzt hier auch auf der anderen Seite. Was ich ganz klar sagen muss, wenn das Auto jetzt so hier vor mir steht, ich kann jetzt auch keinen Unterschied erkennen zwischen den beiden Flächen. Wenn wir jetzt mal hier rüber gehen, hier, das ist jetzt vom Look her jetzt kein Unterschied. Also da jetzt ein optischer Mehrglanz kommt, weiß ich nicht, ich sehe ihn nicht, aber man muss mal klar dazu sagen, diese Versprechen gehen auch davon aus, wenn natürlich jetzt hier Staub, Fingerabdrücke drauf ist und so weiter. Wenn ihr dann mit dem Produkt arbeitet, habt ihr natürlich mehr Glanz und Farbe, ganz klar. Aber wenn ihr das jetzt hier als reinen Schutz jetzt wie ich drauflegt und als ganz leichter Reiniger für ein bisschen Staub nutzt, dann erwartet jetzt hier keine himmelweiten Unterschiede, die kommen einfach nicht. Gut, gehen wir auf die andere Seite. So, und ich hatte es ja schon erwähnt, auch das Synthetic Spraywax. Ich finde es halt mega einfach von der Anwendung. Auch hier. 3, 4, 4 normale Sprüher einfach auf die Haube verteilen und dann können wir das Tuch entweder auch zusammenfalten, ihr könnt es aber auch zweilagig nehmen, hat ein bisschen mehr Fläche und dann gehe ich einfach komplett über diese Seite drüber. Jetzt habt ihr hoffentlich auch im Bild so einen leichten Schlierenteppich oder so einen leichten Produktfilm. Deswegen habe ich immer die Deckenbeleuchtung an, damit ihr das gut sehen könnt. Ja, gut, ich habe nochmal kontrolliert. Sieht man. Und jetzt wende ich einfach hier das Tuch auf eine frische Seite. Gerne auch vierlagig nutzen und dann einfach in kreisenden Bewegungen auspolieren. Jetzt gucke ich mal. Ja, so einfach funktioniert es noch. Deswegen sehr, sehr schön. Glätte wird auch leicht gesteigert. Glätte gucken wir uns aber auch gleich nochmal an. Fühlen wir nochmal ein bisschen. Das merkt man ja ganz deutlich bei den Produkten, ob da jetzt nur Glätte dazukommt oder nicht. So, und jetzt können wir mal gucken, wie es ausschaut, beziehungsweise sich anfühlt. Erstmal hier unbehandelt, da merkt man so diesen leichten Schmutz, leichte Staubschicht. Hier auf jeden Fall ein Tick glatter, aber nicht das glatteste, was es gibt. Also das kann nicht mit einem Dr. Wack High-End Spraywax mithalten oder zum Beispiel einem richtig schönen Kanauberwachs-Detailer. Die leisten da mehr. Aber ich merke zwischen den beiden von der Glätte her, kein Unterschied. Beide sind stärker als die Mitte, unbehandelt, ganz klar. Aber es ist nicht so, dass es sich hier extrem glatt wie so ein richtig schöner Kanauberwachs-Detailer anfühlt. Das kann man, da braucht man hier keine hochwissenschaftlichen Geräte. Das merkt man sofort. Also hier die beiden von der Glätte her gleich. Und wer das Synthetic Spraywax kennt, kennt auch die Glätte hier vom Velox Care.
So, bei beiden Produkten ist keine Aushärtezeit angegeben, beziehungsweise Ablüftzeit, was auch immer. Ich gebe den Sachen aber auf jeden Fall immer ein bisschen Zeit. Das heißt, ich nehme jetzt gleich das Klebeband runter und dann können beide Produkte bis morgen früh, jetzt ist ungefähr 15.30 Uhr, 16 Uhr in die Richtung, das kann locker bis morgen früh gegen 9 aushärten. Dann drehe ich für euch das Abhellverhalten, so plus an ein, zwei Stellen. Und dann fahre ich ungefähr 410 Kilometer und am nächsten Tag wieder 410 Kilometer zurück. Und ihr werdet auch in den zukünftigen Videos sehen, warum. Und dann gucken wir uns das an. Und ich nehme eine Sprühflasche mit. Das heißt, wir gucken uns nach den ersten 410 Kilometern das Abhellverhalten an, ohne zu waschen. Und dann nach der Rückreise schauen wir uns nochmal mit der Sprühflasche genau nochmal den Zustand an nach weiteren 410 Kilometern. Das wird super spannend. Ich denke mal, das wird ein geiler Test. Und wir sehen uns jetzt nochmal schnell vor der kleinen Reise mit dem Abhellverhalten nach der Aushärtezeit. So, und da bin ich wieder zurück. Am nächsten Morgen schauen wir uns das mal gemeinsam an. Es geht gleich los, 420 Kilometer die erste Strecke. Aber bevor es losgeht, kurzer Blick auf den Ausgangszustand hier beim Polytop und beim Synthetic Spraywax. Los geht's. So, Druck ist voll da und jetzt schauen wir uns das mal an. Erstmal auf der Mitte hier haben wir den ganz normalen, sauberen Lack, aber natürlich nichts groß an Ablaufverhalten. So, jetzt nochmal ein bisschen besser hier für euch zu sehen. Also ganz normaler, sauberer Lack. So, jetzt erst Polytop oder erst Synthetic Spraywax? Fangen wir beim Polytop an. Gucken wir uns das mal an. So, also ich finde vom Abperlen ist das jetzt, ja, okay. Es perlt eigentlich genauso wie der saubere Lack auf der Mitte, wo jetzt nichts drauf ist. Also mega krasses Abperl- und Ablaufverhalten haben wir eigentlich gar nicht drauf. Und ich pumpe nochmal schnell die Flasche ein bisschen auf. Wir schauen mal hier, ob wir hier einen Übergang sehen. Doch, ich glaube, das ist ein deutlicher Unterschied. Hier haben wir jetzt auch schön einen Übergang. Und hier haben wir dann das Synthetic Spraywax. Das sieht man auch an den Ablaufbahnen, da ist nichts drauf. Gucken wir mal hier. Also so kennen wir das Synthetic Spraywax, aber ich muss sagen, von der Abhärleistung her ist das jetzt nicht der absolute Kracher hier noch. Okay, und ja, das wäre jetzt natürlich verschenkte Videozeit. Wir machen es so, Leute, ich trage das jetzt hier nochmal auf diesem Streifen bloß auf, also hier in dem Bereich hier, tragen wir es nochmal gemeinsam auf und machen uns dann auf den Weg. Weil ich will ja für euch dann sozusagen auch gleich das Update ins Video mit reinmachen. So, ich mache nur noch mal diese Teilfläche hier trocken. Und jetzt nehmen wir noch mal das Produkt und testen einfach noch mal, ob das jetzt vielleicht ein einmaliger Zustand ist und ob das normal ist. Velux Care. Sprühe ich noch mal drauf. Mache ein bisschen dickeren Film. So, also Spray ist absolut in Ordnung und jetzt nehmen wir uns ein frisches Tuch. Duft wieder so leicht, hat irgendwas Marzipankartoffelmäßiges. So. Jetzt haben wir eigentlich eine Vierer-Einteilung. Synthetic Spraywax, nichts, sauberer Lack. Dann hier natürlich das erste Mal Velux Care aufgetragen. Und jetzt haben wir hier sozusagen nochmal getrocknet und nochmal das Velux Care aufgetragen. Aber jetzt kann ich es nicht ewig aushärten lassen. Ist aber auch nicht beschrieben. Wir machen einfach nochmal zur Sicherheit noch eine Runde. Verteilen nochmal. So, also das Verarbeiten geht einfach. Es ist wie ein ganz einfacher Detailer. Aber Thema Versiegelungsleistung, vor allem bei dem Preis ist es halt, wenn es so bleibt, puh, schwierig. Deswegen legen wir es einfach nochmal drauf. Ich will jetzt nicht, dass das Ergebnis irgendwie nicht passt für euch. So, also wir haben es nochmal komplett draufgelegt. Kann jetzt aber nicht aushärten. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg und dann geht's los. Und die ersten 400 Kilometer und ich nehme natürlich auch die Sprühflasche mit. Weiter geht's. So Leute, ich bin in Ingolstadt angekommen. 410 Kilometer, 415 ungefähr. Ja, war eine angenehme Fahrt, war auch alles glücklicherweise sehr, sehr schön frei. Und ja, bin angekommen. Neben mir parkt, ich glaube, das schmutzigste Auto, was ich jemals gesehen habe. Absoluter Wahnsinn. Citroën Berlingo. Los, wir gehen mal hin. Pass mal auf. Ja.
Genau. Also schauen wir uns das mal an. Wir nehmen mal die Sprühflaschen mit. Und jetzt haben wir die 400 Kilometer drauf. Das erste, was mir aufgefallen ist, jetzt schauen wir uns mal das Thema Farbauffrischung an. Schaut mal hier mit auf den Lack drauf. Und zwar, ich hoffe, es ist sichtbar. Schaut euch mal an, was das Synthetic Spraywax für eine Farbauffrischung macht. Ich hoffe, es wird sichtbar auf der kleinen Kamera hier, die ich jetzt Vlog-mäßig mit habe. Gucken wir mal von der Seite. Also genau hier ist ein richtig dunkler Übergang in Synthetic Spraywax, was das schwarze Auto natürlich noch ein bisschen kräftiger von der Farbe macht. Ich hoffe, es wird sichtbar. Doch, jetzt kann man es sehen hier so ein bisschen. Das haben wir aber beim Polytop nicht. Wir haben hier keinen Übergang. Wir hätten ja irgendwo hier jetzt hier die Grenze. Hier war ja das Klebeband. Es ist nichts zu sehen an Farbauffrischung. Ganz im Gegenteil zu hier drüben. Das ist immer diese dunkle Front, die hier kommt. Also das ist ein ganz, ganz deutlicher Unterschied. Und Abperrverhalten ist immer noch spitze. Zwei Regenschauer bin ich durchgefahren. Sieht sehr, sehr schick aus. Ich pumpe mal nebenbei auf, während wir uns hier die Pärchen angucken. Also 400 Kilometer circa Synthetic Sprayback. Absolut perfekt, auch hier an der Seite. Spitze. So muss es aussehen. Dann haben wir genau hier schönen Übergang. Nichts drauf auf dem Lack, nur gewaschen. Aber der Regen hat natürlich hier das Ganze auch ein bisschen sauber gehalten. Hier beim Velux Care, auch nochmal bei der nächsten Schicht. Es ist auf jeden Fall ein bisschen besser wie komplett nur gewaschen, aber auch auf den Ablaufbahnen sieht man es nochmal schön. Also von der Versiegelungsleistung, Wasserabperleffekt ist, ich denke mal, das ist immer besseres gewöhnt. Ganz klar. Also das kann bei weitem hier. Hier sieht man schon deutlich, dass der Wasserfilm schneller aufreißt, ne, als hier bei komplett ohne alles. Eine Schicht und hier war ja nochmal die Schicht heute früh. Kein Vergleich. Wir gehen nochmal zum Synthetic Spraywax rüber. Das ist halt eine andere Welt. Also hier kann das jetzt schon nicht mithalten. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es jetzt auf der Heimfahrt dann morgen besser wird. Ja, und dann bin ich wieder zu Hause angekommen und es waren, ich muss mich korrigieren, es waren nicht nur 400 Kilometer, es war eine Strecke, waren 440 plus nochmal dort ein bisschen im Kreis gefahren. Also wir sind ungefähr bei 2x450, 900 Kilometer, 850 bis 900 Kilometer insgesamt, die wir jetzt in diesem kleinen Langstreckentest absolviert haben. Jetzt schauen wir uns das mal an. Hier hinten steht schon Andreas sein kleines Geschenkfestchen im Detailing-Regal mit drin. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Polytop, Velux Care und ADBS Synthetic Spraywax nach ca. 900 Kilometern. Los geht's. Also sehen wir jetzt mal den Zustand und ihr seht schon ganz klar, ich habe mir hier so ein paar Fliegenreste eingefangen. Auf der Rückfahrt waren sehr, sehr viele Regenpassagen mit dabei. Also hier auch die Scheibe sieht jetzt aus wie Sau. Richtig schöner Grauschleier. Hier sieht man noch die Rennstreifen. Versucht, möglichst flott zu fahren, wenn man natürlich auf dem Heimweg ist zur Family. Da ist dann der Benzinverbrauch eher zweitrangig. Und ihr seht nochmal hier richtig schön, also er hat es natürlich auch auf die Motorhaube massiv draufgebombt an Dreck. Und jetzt schauen wir mal, wie die Produkte hier auch aussehen. Hier vorne sieht man auch nochmal die Rennstreifen. Jetzt gucken wir uns mal die Produktperformance an. Wenn wir hier einfach auf den Lack jetzt hier so drauf gehen, weil das ist der Zustand, der uns sozusagen den Lackzustand verspricht. Und da können wir mal mit dem Abperrverhalten schauen, wie es jetzt am Ende aussieht. So, und ich habe hier wieder Flasche ein bisschen aufgefüllt. Und jetzt schauen wir erstmal hier mit dem Sprühbild, wie es ausschaut hier beim ADBL-Produkt. Auf dem verschmutzten Lack. Ne? Also hier 100% verschmutzt. Perlt immer noch sehr schick ab. Und hier haben wir natürlich dann den Bereich, wo nichts an Produkt drauf war. Hier haben wir genau, hier sieht man genau den Übergang. Sogar richtig die Klebekante noch ersichtlich. Also hier Synthetic Spraywax, wenn man hier noch den Staub ein bisschen runterspült. Ist absolut top. Selbst dann sogar die Ablaufbahn hier. Das ist absolut top. Also Synthetic Spraywax hat sich hier wieder
absolut bewiesen. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Und sieht man auch nochmal einen schönen Übergang. Also das Velox-Care ist auf keinen Fall komplett tot. Hier sieht man den Unterschied. Rechts Wasserlache und hier kommen wir zum Velox-Care. Aber hier, egal ob ich das jetzt sauber spüle, ihr habt auf den Ablaufbahnen, so, natürlich einen himmelweiten Unterschied. Holt euch das mal an. Gehen wir nochmal hier hin, lassen wir hier noch ein bisschen was runterlaufen. Jetzt vergleicht das mal. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist absolut extrem. Also der Sieg geht hier zu 1000% an das Synthetic Sprayvex. Und das ging auch darum, so ein bisschen den Preisvergleich hier mal an den Tag zu legen. Und da muss ich erst jetzt, tut mir leid, aber ich muss echt ein knallhartes Fazit ziehen, weil wir können auch hier drüben hingehen. Das ist, also so perlt halt ein Quick-Detailer, ne? Aber das hat nichts mit starkem hydrophoben Effekt oder Wasserabperleffekt zu tun. Das ist meine Meinung. Es ist nicht so, dass es überhaupt nicht vorhanden ist, aber wir können 1:1 hier rüber gehen. Also so habe ich mir das schon wenigstens vorgestellt hier, ne? Gut, kurzes Fazit zum Velox-Care an der Stelle. So, also hier muss man ein ganz klares Fazit ziehen und wir können ja erstmal hier das Velox-Schein noch ein bisschen zur Seite stellen, weil es geht ja hier um die Care-Variante und hier haben wir auch nochmal die ganze Vorbereitung, hier sind Synthetic Sprayvex mit dabei. Also vom Preis her muss man hier ganz klar sagen, das ist überhaupt kein Produkt für Geringverdiener. An der Stelle aus dem Weg Geringverdiener, hier kommt Polytop, so könnte man das eigentlich fast in den Titel schreiben. Das ist wirklich, also man kann das auch nicht irgendwie so ein bisschen in Schutz nehmen, weil einfach der Preis für die Menge ist schon heftig. Wenn ich jetzt eine extrem starke Performance hätte, wo ich sage, ist ein enormer Abdunklungseffekt, ich habe einen extrem leichten Auftrag, das geht auf jeden Fall gut, es lässt sich super leicht auftragen, hat auch einen schönen Spray, aber dann hört es auch wirklich auch schon auf, ihr habt es ja gesehen, und dann habt ihr halt ein Abhellverhalten, was mit einem ganz normalen, sagen wir mal, so einem Silky Detailer mithalten kann, mit dem man halt die Autos zum Beispiel von einem Workshop einfach nochmal schnell von Staub und sowas befreien, der perlt genauso gut, oder ein K2 Spectrum zum Beispiel, der kann hier locker mithalten, der kostet aber einen Bruchteil von dem, was hier verlangt wird. Und es ist auch so richtig, ihr merkt, ich muss echt hier die Worte finden, es ist auch gar nicht so richtig zu rechtfertigen, worum man jetzt sagt, lass das andere alles stehen, hol dir das. Also da gibt es eigentlich so richtig keinen plausiblen Grund dafür, muss ich ganz klar sagen. Also ihr könnt natürlich hier das als Schnellreiniger nutzen, ihr könnt es hier nutzen, um Wasserflecken zum Beispiel zu entfernen, aber wenn die noch nicht extrem eingebrannt sind, geht das hier mit dem Synthetic Sprayvex auch. Also da sind wir jetzt so bei einem Punkt, 1 Liter, 19 Euro mit Canyon-Sprühkopf, sagen wir mal ohne Canyon-Sprühkopf normalerweise, aber jetzt mit Canyon-Sprühkopf. Und hier haben wir halt teilweise 20 Euro für 500 ml. Ihr müsst es sich so vorstellen, ihr kommt an einem Regal hin und es hättet jetzt nur Literflaschen stehen, dann würde halt umgerechnet so eine Literflasche halt 40 Euro kosten. Ihr nehmt dann halt so einen 50-Euro-Schein aus eurem Portemonnaie raus und bekommt dann so eine Flasche und sagt euch dann, weiß ich nicht, also schwierig. Und hier habt ihr halt, wie gesagt, nur eine 500-ml-Variante. Das wird auch nicht lange halten, wenn ihr das halt regelmäßig nutzt und vor allem für das ganze Auto. Und dann seid ihr halt 20 Euro, teilweise auch 21, 22 Euro los, plus Versand. Also das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Ding, das auch irgendwie in einer gewissen Weise euch noch rüberzubringen, dass man das vielleicht, für wen ist es geeignet? Auch so ein Ding wieder, ich weiß es nicht. Wer jetzt speziell da die Käuferschaft ist, wo man sagt, definitiv hier mal hinschauen. Weil hier steht als letzter Punkt, hoher Wasserabperleffekt, der ist halt einfach nicht gegeben. Ich habe es ja auch mehrmals aufgetragen. Wir hatten es ja eine Schicht sozusagen, eine Auftragaktion und dann haben wir es ja nach der Fahrt, ich habe es ja am nächsten Früh sozusagen dann hier bei mir nochmal aufgetragen, weil das erste Initialbild schon nicht geil war. Und da hat das Synthetic Sprayvex schon die ganze Nacht geschlafen und ich habe das ja nie zweimal aufgetragen. Also hier muss man ganz klar sagen, zu teuer für das, was es bietet und auch so massiv vom Preis so hoch, dass es auch von der Leistung her in keinster Weise das irgendwie rechtfertigt. Das ist so mein Fazit. Also wer einen Detailer sucht, kann sich den Silky Detailer anschauen, K2 Spectrum und alles, was es da gibt. Da kann selbst teilweise ein GN Detailer ist da günstiger. Und hier haben wir halt einfach auch vom Wasserabperleffekt, das kann bei weitem nicht mit einem Synthetic Sprayvex, Brilliant Shine Detailer, Sonax, Ceramic Spray Versiegelung. Also da gibt es so viele Sachen, die deutlich günstiger sind und bei weitem besser arbeiten. Also da bin ich wirklich enttäuscht. Das muss man ganz klar sagen. Vielleicht habe ich auch hier eine kaputte Flasche bekommen. Ich gehe aber nicht davon aus. Ich habe es auch, wie gesagt, zweimal aufgetragen.
Wenn ihr das auch zu Hause habt und sagt, das Ding haut alles weg, das ist absolut hier der Killer für Synthetic Spraywax und Co., dann ja, schickt mir gerne mal eure Flasche zu, vielleicht habt ihr was anderes bekommen. Aber hier, das Velux Care kann für mich bei den Sprühversiegelungen und auch bei den Detailern, kann es für mich nicht mithalten. Wir gucken uns auch nochmal den Velux Shine Detailer an. Das ist jetzt so der Universal Detailer für alle Lackoberflächen. Da vergleichen wir die beiden auch nochmal, ob jetzt hier so ein riesen Unterschied besteht von der Leistung her. Gucken wir uns auch nochmal an, auch der preislich, eieiei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, auch mit dem nächsten Produkttest. Haut rein und eure Meinung unten gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.